Herzlich willkommen bei Wurzelheimat mit meinen Kollegen Otto Altmann und Manfred Johann Lorenz mit dem heutigen Thema Lichtarbeiter. Und dazu haben wir wieder wundervolle Gäste eingeladen. An meiner linken Seite Marco Wolf, Pianist aus der Schweiz, Claudia Zuccolo, Medium aus der Schweiz und Mirko Betz als der Stadtmönch und Lichtarbeiter, und ich freue mich schon wirklich sehr, was wir heute zu besprechen haben. Marco, ich beginne mit dir. Du bist ja als Lichtarbeiter schon zumindest optisch richtig gekleidet und du bist Pianist und du spielst intuitiv dieses Instrument, da werden wir später noch was von dir hören. Jetzt muss ich fragen, hast du diesen Drang, Emotionen, Klänge, Gesänge, Töne aus einem nicht greifbaren Bereich intuitiv zu spielen? Oder was war der Grund dazu? Das ist eine gute Frage, ja. Okay. Also ich habe Musik hat mich als kleines Kind schon sehr berührt. Also ich kann mich erinnern, als ich 2 Jahre alt war, welche Stücke im Autoradio liefen von meinen Eltern. Und das hat mich eh und je berührt. Und dann kamen halt die Klänge dazu, dann kam irgendwann das Klavierspiel. Und früher war das dann Rockmusik, also auch Hardrockmusik. Und das hat sich dann immer mehr auch durch Erlebnisse verfeinert und auch Erlebnisse in Indien. Und da waren natürlich andere Klänge, die andere Saiten anschwingen. Und die indische Musik ist auch sehr aus dem Moment und improvisiert natürlich. Und so bin ich irgendwie in das hineingewachsen. Also ich mache Kompositionen und mache auch so Heilmeditationen, wo ich im Moment spiele. Aber manchmal ist das auch eine Mischung, weißt du, aus beidem. Also das sind nicht nur immer ganz alles aus dem... Also so was jetzt kommt, es ist auch sind manchmal auch Strukturen, die mir halt trotzdem auch ein bisschen Halt geben. Vielleicht sollte man in dieser Sendung nochmal diesen Begriff Lichtarbeiter etwas genauer definieren. Ich verstehe unter Lichtarbeiter jemand, der lichtvolle Arbeit macht. Und lichtvolle Arbeit ist immer den Menschen etwas Positives, etwas Liebesvolles, etwas Hoffnung zu geben, zu bringen, mit auf den Weg zu geben, mitzunehmen. Und Musik ist ja eines der ältesten Kommunikationsinstrumente, die der Mensch hat. Mhm. Und wenn du sagst, du warst in Indien, und Indien ist ja sehr spirituell unterwegs, und du sagst, ich habe die Klänge dort gehört und diese Klänge haben dich inspiriert, sage ich mal, ein bisschen von dieser Rockmusik, von diesen harten Tönen, eher in diese weichen, in diese Herztöne zu kommen. Ist das eine Herzensarbeit? Können wir das als Lichtarbeiter vielleicht sagen, dass man den Menschen Hoffnung gibt, mit der Musik nicht aggressiver, sondern eher empathischer mit sich und der Umwelt umzugehen? Auf alle Fälle, ja. Und wenn ich die Musik mache, dann versuche ich mich zu verbinden. Und wirklich, also das kann schon irgendwie am Morgen sein. Ich sitze ans Piano und fühle mal einfach in mich hinein. Also ich mache eigentlich die Arbeit schlussendlich für mich. Ich versuche mir etwas Gutes zu tun, indem dass ich spiele und schaue, berührt mich das, was ich jetzt spiele? Und manchmal kann das sein, dass mich das so berührt, dass ich selber zu Tränen komme. Und manchmal auch nicht. Also ich habe die Erwartung nicht, dass das jedes Mal passiert. Und so habe ich gemerkt, und da sind halt viele Leute gekommen und sagst, Marco, du machst heilende Musik. Du machst Heilmusik. Ich wusste nie, was ist meine Musik. Ich kann nicht in Clubs spielen gehen, weil in Clubs, wenn sie im Hintergrund ein Bier trinken und so, das geht einfach nicht. Also meine Musik ist schon zum Hören und zum sich darauf einlassen. Und ich denke, wenn sie mir gut tut und sie mich berührt, ist das für mich wie die Voraussetzung, dass das ja auch jemand anderen berühren kann schlussendlich. Und das ist irgendwie die Lichtarbeit. Und
Sie sind viel mit Hoffnung verbunden, meine Lieder. Mit Hoffnung, die ich mir auch selbst immer wieder geben will und kann durch das. Ja. Aber das ist ja immer eigentlich auch mit der Kunst. Kunst ist ja auch, Lichtarbeit ist nichts anderes wie Kunst. Die Kunst ist ja ein Ausdruck von etwas, das ja, außerhalb eines sprachlichen oder bildlichen oder wie auch immer Darstellung liegt und nicht mehr geskriptet ist, sondern im Fluss ist mit dem Leben, im Fluss ist mit dem Sein. Und ich kann mir vorstellen, dass nach diesen Krisenzeiten, wenn die Menschen wieder lechzen, nach in Konzerte zu gehen, wieder die Nähe zu spüren, diese Musik tatsächlich auch zu spüren, live mitzubekommen, dass deine Konzerte dann vielleicht auch wieder voll sind und die Menschen sagen, wir wollen mehr von diesen intuitiven Klängen als von den vorgefertigten Tönen und Abhandlungen. Ja, das stimmt natürlich. Und ich konnte ja auch wieder vor letzten Mittwoch, vor einer Woche in der Kirche Klavierheilmeditation geben. Also es war dann wieder geöffnet. Und das war natürlich schon ein Erlebnis, von dem Online wegzukommen wieder und einfach die Klänge, einfach, das ist der Körper und Schwingung. Und klar, mit Zoom und so geht das schon auch, aber es ist nie das Gleiche. Und die Menschen spüre ich dann halt schon auch mehr im Raum, als wenn ich vor einer Scheibe sitze und irgendwie, ja. Das Heilung durch Klänge. Die Menschen sehnen sich nach Heilung, nach heil zu werden in dieser verrückten Zeit, in dieser Zeit, wo wir verrückt sind von der Natur, entrückt von der Natur, von unserem Sein, verrückt. Claudia, ich komme jetzt zu dir, nicht weil du verrückt bist, sondern weil du, sondern aber in einem Sinne schon auch gerückt bist in Bereiche, die wir vielleicht nicht so offen stehen wie dir, denn du bist medial veranlagt, du willst diese Essenz von Gott den Menschen näher bringen. Das ist auch etwas, wo wir sagen, okay, mein Herz wird wieder heil, ich bekomme Botschaften. Du bist als Medium tätig. Erzähl uns mal ein bisschen deine Geschichte, wie deine Lichtarbeit begonnen hat. Ja, begonnen, ja, schon als Kind hatte ich Kontakt mit der geistigen Welt, das war schon so. Also ich bin ein Einzelkind, aber ich habe nie alleine zu Hause gespielt. Da waren immer andere da und ich habe das richtig wahrhaftig wahrgenommen, auf jeden Fall. Habe das natürlich auf die Seite gestellt, weil ja, also dieses Kind hat schon sehr viel Fantasie. Dann, okay, stellt man es nach hinten und habe dann mein Leben da gemacht. Bin sehr katholisch aufgewachsen auch. Und das hat mir immer sehr geholfen. Ich habe jeden Abend gebetet und bei diesen Gebeten war ich immer im Dialog schon. So, also ich habe immer Antworten gehört, das war immer ein Dialog, ganz natürlich. Ich bete und ich bin in einem Dialog mit Gott, ganz normal. Ich habe dann immer auch gesagt, du, aber sag mal, wenn es sich wirklich gibt, dann bitte, jetzt gib mir aber schon auch einen Beweis, gell? Also ich als Kind, so um die 6 Jahre alt, also morgen, wenn ich dann aufwache, dann bitte vorne der Rasen, einen Flecken trocken, einen Flecken nass und einen Flecken Schnee, bitte schön. Und das war im Vollsommer, ich mag mich sehr gut daran erinnern. Ja, du, also es muss schon, oder? Es war natürlich dann nicht so. Aber Gebete funktionieren wirklich, weil ich hatte in meinem Leben viele Erlebnisse, wo dann ja, meine Gebete erhört worden sind. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Also, was hast du dann genau, Gott gesagt? Also, ist dir der Schnee ausgegangen? Oder warum? Nein, es hat viele, viele eindrückliche Erlebnisse schon auch gegeben, wo meine Gebete erhört worden sind. Und da wusste ich doch, ich werde gehört. Wobei und das hat mich sehr getragen, das hat mir ganz viel Kraft gegeben in meinem Leben. Wobei ja diese Kirchen natürlich auch ihre, sage ich mal, Traditionen hatten und genau. ihren Weg. Aber ich denke, Spiritualität oder die Anbindung zu Gott, diese Gespräche, muss ja nicht über Institutionen laufen. Das kann man ja ganz persönlich machen. Das ist ja auch bei dir genau. So und ja, und ich sehe das auch, okay, das sind Institutionen und die einen brauchen auch diese Formen. Und für die, die das brauchen, ist das auch völlig okay. Ja, das ist völlig okay. Ich sehe es einfach jetzt ein bisschen in einem größeren Kontext. So. Aber ich sage nicht, das ist falsch oder sowas, aber wenn es jemandem gut tut mit diesen Regeln, wo man sich dran halten kann, das ist gut und das ist böse, dann, wenn es dir hilft, bitte. Ich sehe jetzt den größeren Zusammenhang und das ist ganz schön. Genau. Claudia, bevor wir auf unser Ereignis kommen, wir haben ja auch beides was miteinander erlebt. Ja.
möchte ich aber gerne nochmal zu unserem Mirko kommen. Mirko, du schreibst auf deiner Webseite, ich bin der Stadtmönch. Das gefällt mir sehr gut, weil man oftmals denkt, Mönche sind ja außerhalb der Stadt irgendwo in Klöstern abgelegen, unter sich, von der Umwelt verschlossen, abgeschlossen, isoliert und haben den Draht zu diesen nicht greifbaren Bereichen. Aber du bist ja einer, wenn man so sagen darf, durch die Höhen und Tiefen dieses Lebens ja, durchgetrieben worden, wie vielleicht kein anderer in dieser, sage ich mal, westlichen Welt, die eine Karriere anstrebt und Erfolg hat, dann wieder abstürzt, wieder Erfolg, wieder abstürzt, Erfolg. Also eine Endlosschleife. War das der Grund, wo du gesagt hast, jetzt muss ich mal irgendwo in andere Bereiche vorstoßen? Ja gut, mein Aktivierungsprozess oder mein Erwachungsprozess oder mein Erinnerungsprozess, der lief ja in Stufen. Ne? Also mir ging es ähnlich als Kind. Ich würde mal sagen, bis 5, 6, 7 Jahre war ich sehr feinfühlig und hellsichtig. Und dann hat die Matrix ihren Job übernommen. Bei mir war es die Matrix unter Dürbach, Würzburg, Franken. Elternhaus, Bayern, Deutsch, Schulsystem etc. etc. Wo das dann aus einem rauserzogen oder rausdomestiziert wird. Ne? Man wird eingespeist in die normale Matrix. Und habe halt das Spiel dann natürlich wissentlich oder unwissentlich auch mitgespielt. Und habe mich dann über 3 Jahrzehnte auf dem Spielfeld mehr oder weniger bewegt. Ne? Also Musikindustrie, Modeindustrie, war dann in Hollywood, habe 12 Jahre in Kalifornien gelebt. Und mich hat es halt zum Glück oft genug auf die Schnauze gehauen und bin oft genug gegen die Wand gefahren. Und da waren halt so Sachen dabei wie Trennung, Krankheit, Konkurs und solche Sachen, die mich dann immer wieder auf mich zurückgeworfen haben. Ne? Das ist so alle 7, 8 Jahre passiert. Ne? Und in diesen Phasen, glücklicherweise, als die Pleite, der Konkurs kam oder die Trennung, die Scheidung oder dann die Krankheit, alles waren jetzt alles so 7, 8 Jahresphasen, immer dann auch mal in die Natur gegangen bin, ins Alleinsein für längere Zeit. Und beim letzten Mal, als es mich das letzte Mal erwischt hat, 2015, ins Kloster gegangen bin, ins stille Kloster. Und davor war ich bei den Schamanen in Mexiko im Dschungel für 4 Jahre. Und da passieren natürlich Sachen mit einem. Und da, also es ist wie eine rote Pille schlucken. Ja? Und mir wurden halt mehrere Aussetzer oder mehrere ja, Pleiten oder Schicksalsschläge verabreicht, zum Glück. Und dann habe ich es geschafft oder ich wurde unterstützt durch diese Schicksalsschläge, auf mich zurückgeworfen zu werden und dann eben erinnert zu werden, wer oder was ich eigentlich wirklich bin und dann wieder Kontakt aufzunehmen mit dieser Spirit in mir. Und so ist es entstanden und letztendlich bin ich eigentlich, sage ich mal, der größte Glückspilz auf Erden, denn ich wurde zu meinem Glück gezwungen, mich selbst zu finden und wieder Kontakt aufzunehmen mit dieser Seinsebene in mir. Und seitdem bin ich halt aktiv und bewusst auf diesem Weg. Vorher war es immer mal rein, mal raus, rein aus der Matrix, raus aus der Matrix. Mhm. Und jetzt gehe ich diesen Weg so relativ konsequent, ne? Soweit es halt hier möglich ist in dieser Welt. Ja, da ist ja eigentlich, Mirko, in dieser Zeit jetzt, wenn du deine Geschichte erzählst, kann ja sein, dass das jetzt viele erleben dürfen. Und dass das Hoffnung ist, dass das ein Weg oder ein Wegweiser ist und keine Strafe oder kein Pech, das bist ja du natürlich jetzt das Beispiel überhaupt. Genau, also ich sehe es halt so, ich sage das auch mittlerweile meinen Klienten oder meiner Fangemeinde sehr offen, das ist die Ausbildung zum Lebenskünstler auf Planet Erde, die Ausbildung zum Mystiker, zum Bodhisattva, zum Lichtarbeiter und anscheinend brauchen wir das, also ich brauchte das harte Training, ich habe es halt richtig besorgt bekommen auf dem Spielfeld Erde und kann als lebender Beweis hier sitzen, aus eigener Erfahrung sagen, dass es immer für uns geschieht. Genau, wenn wir nicht zerbrechen daran. Ja? Ja. Es gibt natürlich, ich war auch mal schon an einigen Punkten, wo ich gedacht habe, jetzt ist es vorbei, ich bin durch, ne? Das kriege ich nicht mehr hin. Und jetzt verabschiede ich mich, adios Planet Erde, mir ist es zu blöd hier. Ne? Zum Glück halt immer wieder die Kurve gekriegt und kann wirklich behaupten, ich habe jetzt, also sage ich mal im Vergleich zu früher mit Hollywood und Musik und so weiter, ja, aus finanzieller Sicht, mir geht es gut, ne? Mein Coaching-Business, mein Schamanen-Business läuft gut. Aber im Vergleich zu damals, ich sage immer, ich habe noch nie so wenig gehabt, materiell besessen und hatte auch noch nie so wenig Erfolg und ich habe gerade die beste Zeit in meinem Leben. Mirko, diese Höhen und Tiefen, das geläutert werden, zu sich zu finden in diesem schnelllebigen Zeit des größer, schneller, weiter Turbokapitalismus, wo Geld unsere Gedanken und unsere Handlungen diktiert.
kann es sein, dass in dieser Zeit durch diese Kommunikationsausweitung, die auch einen Vorteil hat, Menschen auf dich, auf Lichtarbeiter zu stoßen und vielleicht sagen, du musst nicht alle diese schmerzhaften Prozesse durchleben. Ich kann dir schon bei den Ersten dabei helfen, wenn du in die Spur kommen willst. Und ich begleite dich, das ja früher, in früheren Jahrzehnten, Jahrhunderten ja gar nicht der Fall war, weil man gar nicht diesen, sage ich mal, den Radius gehabt hat, Leute kennenzulernen oder Kommunikation zu machen. Man war wirklich alleine gelassen. Und jetzt hätte man jemanden, der sagt, okay, weil offensichtlich viele Institutionen ja diese Dinge ja nicht so richtig an die Hand nehmen und die Menschen bei diesen Dingen ziemlich alleine lassen, so fühle ich das. Genau, na ja, gut, also ich sage auch immer zu meinen Leuten, die mit mir arbeiten, keiner muss sich so besorgen wie ich. Ne? Also das kann auch, glaube ich, nicht jeder aushalten. Ne? Aber das muss nicht sein, man darf tatsächlich meiner Meinung nach schon gewisse Abkürzungen gehen. Natürlich hat jeder seinen eigenen individuellen Lebensweg zu gehen und gewisse Erfahrungen zu machen. Ja? Ich züchte ja manchmal Schmetterlinge. Und es macht keinen Sinn, den Schmetterling aus der Raupe rauszuzwingen. Und es macht auch keinen Sinn, den Schmetterling aus der Puppe rauszuzwingen. Ja? Der braucht seine Zeit zum Verpuppen und es braucht seine Zeit zum Schlüpfen. Und selbst der schlüpfende Schmetterling mischt dich da bloß nicht ein. Ne? Wenn du da hinfummelst, dann machst du die Flügel kaputt und dann ist es vorbei und dann kann der nicht fliegen. Also muss schon jeder auch irgendwie seinen eigenen Prozess durchlaufen. Aber den Prozess zu begleiten, ist natürlich eine ehrenhafte Aufgabe. Und ich glaube auch, dass Leute wie ich oder wir, wie wir hier sitzen, sonst würden wir solche Sendungen nicht machen, solche Gespräche nicht führen, auf diesen Planeten gekommen sind, um unseren Brüdern und Schwestern, die vielleicht noch ein bisschen im Koma sind, in der Hypnose, in der Ich-Hypnose, in der Matrix-Hypnose, für die rote Pille auf zwei Beinen zu sein, wenn sie es denn wollen. Ne? Das ist natürlich auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Du kannst es niemanden aufzwingen gegen ihren Willen. Die dürfen von alleine kommen und jeder geht dann so weit den Weg mit, solange er oder wie er kann. Und manche springen dann wieder ab, weil ihnen die Luft da oben zu dünn wird. Ne? Aber wer möchte, kann natürlich auch mit uns oder mit mir Tiefsee tauchen gehen. Und da braucht es halt ein bisschen Mut und Verrücktheit dafür, um dann halt auch durchzubrechen, eben aus dieser 3D-Matrix und dann Erfahrungen zu machen wie Samadhi, Satori und wirklich aufzuwachen aus diesem Holodeck hier. Marco, für dich war scheinbar die Reise nach Indien, diese Klänge, eine Reise zu dir nach innen, denn du holst diese Klänge, diesen Sound, diese Heilsachen von dir raus, aus diesen Bereichen. Ein anderer Weg, wie der Mirko das gemacht hat, eine andere Läuterung, Musik als Informationstransport. Wie siehst du denn das Thema Leben nach dem Tod, das Thema Sein, das Thema Existenz? Bist du über die Musik zu diesen Bereichen gekommen? Bist du da schon über diese materialistische Denkweise hinweggekommen oder haderst du da noch mit dir? Ich glaube, ich muss zuerst mal überhaupt in die materialistische Denkweise kommen, okay, um diese nachher überwinden. Das heißt eigentlich für mich, dass ich mir auch gewisse Sachen gönnen darf. Und natürlich auch mein Instrument, das ich gekauft habe, das braucht ja auch, das ist auch materiell schlussendlich. Also was ich in Indien erlebt habe, ist einfach der Spirit. Also ich war da im Ashram eine Zeit lang bei Amma und die haben dann einfach jeden Abend waren da die Bhajans, wo gesungen wurde und das hat mich so berührt. Also da liefen einfach die Tränen runter und ich habe gewusst, dass das ist das, was einfach das ist wie ein. Also ich habe das schon zweimal erlebt in meinem Leben. Da fällt eine Haut ab wie eine Schlangenhaut. Das habe ich zweimal erlebt, wie ich eine Schlange wäre und ich häute mich und ich schlüpfe neu wieder hervor. Aus dem Kokon, ja. Ja, aus dem Kokon, genau. Und das hat mich natürlich sehr berührt und mich in diesem Sinne weitergebracht, was Existenz und also Leben nach dem Tod, das ist für mich ja so irgendwie schon klar. Ich frage mich manchmal, wieso bin ich überhaupt hier? Und jetzt werde ich hier eben gerade geschubst, wie wir auch schon gehört haben, geschubst und sage, jetzt mach endlich deine Sachen. Und die Voraussetzungen, auch materiell, sind so gemacht worden für mich, dass ich jetzt das machen darf oder machen soll oder muss. Manchmal auch muss. Und dann sind dann auch die Höhen und Tiefen natürlich auch da. Und
Und zwischendurch lasse ich auch mal irgendwie AC/DC knallen, weißt du? Let it rock, oder? Und, ja, ich, also, das Leben ist bunt, das Leben ist nach Höhen und Tiefen, das Leben ist ein Lernprozess. Und Claudia, auch diese Sachen, was du magst, diese Jenseitskontakte, den Menschen zu zeigen, wir haben hier zwar ein physisches Ende, was diese 3D-Welt betrifft, aber natürlich nichts in unserer Existenz. Gibt es Menschen, die zu dir kommen, weil sie vielleicht gezwungen werden, wo die Frau sagt, Mann, jetzt komm mal schnell mit, wir machen hier einen Jenseitskontakt. Und wie sind die dann überrascht? Was machen die dann, wenn dann, sage ich mal, in Anführungszeichen, die ganzen Beweise kommen bei dir? Ja, also ich habe verschiedenste Leute und das super Spannendste an meiner Arbeit, ich liebe es wirklich, du hast keine Ahnung, wer da kommt, du hast keine Ahnung, was kommt. Jedes Mal so eine Pandoras Box, die da öffnest, okay, was kommt jetzt? Weil ich will ja auch gar nichts wissen von meinem Klienten unbedingt, weil ich will ja unabhängig einen Dialog herstellen. Und ja, da kommen einige kommen aus Trauergründen. Das ist natürlich ganz toll, wenn du da die Brücke dann auch wirklich schlagen kannst mit wirklich Beweisen, dass du jetzt mit dem lieben Sohn oder Tochter oder Vater was ist, da wirklich im Dialog bist. Die einen kommen wegen einer ganz schwierigen Lebenssituation und das finde ich auch immer ganz toll, was die für Ideen haben, wie man da helfen kann. Also da käme ich nie drauf. Also wirklich ganz toll, wie die da die Ideen haben. Und das dann, heißt, ja, die Jenseitigen geben tatsächlich Informationen durch, die der Hinterbliebene dann anwenden kann? Ja, absolut. Und dann gibt es natürlich auch manchmal Männer, die kommen, so, ja, meine Frau hat mich geschickt. Starten Sie mal, finde ich. Okay, okay. Komm, da, sitz. Ist gut. Aha, okay, machen wir. Und das sind immer ganz tolle Sitzungen, weil dann beginne ich da mit den Verwandten und die verstehen dann alles. Ah, ja, ja, ist okay, okay. Stimmt alles. Und dann komme ich mit einer Aussage, mit einem Beweis und mir dann der sagt, also das weiß ja nicht mal meine Frau. So. Und dann hängen sie dir an den Lippen und dann gibt es vielleicht dann auch in der Botschaft irgend ums Geschäft, vielleicht ist er noch selbstständig oder was und da kommt noch ein Tipp oder was. Du, da hängen sie dir dann an der Lippe, gell? Und dann eine halbe Stunde später dann klingelt dann das Telefon. Ja, also mein Kollege war da vorhin, könnte ich da auch noch hinkommen. Ja, so geht schön, das ja. Dann halt. Ja, genau. Also das ist schon doch Hoffnung immer wieder und Heilung. Ja, ja, okay. Ja, ja. Also ich muss mit nichts missionieren. Wenn das jemand nicht möchte oder irgendwie sowas, ist das auch völlig okay. Aber für Menschen, die offen sind, die das ja, Experiment wagen möchten, dann bitteschön. So ein schönes Wort gesagt, Hinterbliebenen. Ja. Das heißt, haben die auf der jenseitigen Seite schon ein bisschen Mitleid mit uns, weil wir haben ja die Hinterbliebenen, wir müssen oder dürfen ja das ja jetzt noch etwas da sein, ja. Also, was schon auch interessant ist, man vergisst immer, wir trauern ja hier, aber die trauern genauso. Mhm. Ja, also das ist schon so, das ist für die nicht immer dann ganz einfach. Natürlich erleben sie dann, aha, wow, ich bin ja immer noch da, ich erlebe dich ja immer noch mit, ich erlebe alles, wie es dir geht. Aber es ist dann schon schwierig, weil du hörst sie ja dir nicht. Die stehen da wie hinter einer Scheibe und die wollen dir eigentlich die ganze Zeit sagen, hey, ich bin ja da, mir geht's ja gut, ist alles in Ordnung. Und du hörst sie dann aber nicht. Ja? Also das ist auch schade, in vielen Religionen wird da geschrieben, ja, lass die Toten ruhen, sprich da nicht mit ihnen. Aber es ist eigentlich umgekehrt. So, wenn ich eine Sitzung gebe oder sowas, die stehen Schlange, das ist immer ein Fight, wer kommt jetzt da durch? Also ich habe jedes Mal ganz locker 7 bis 10 Kontakte, das ist kein Problem. Da fällt mir gerade die Scheibe. Kann es sein, dass die Scheibe dünner wird mit der Zeit? Ja, das ist natürlich, dann kommt es auf dich drauf an, ob du dein Herz offen hast. Wir haben immer, weißt du, die geistige Welt ist ja immer mit uns, die sind ja immer da präsent, 7 Tage, 24 Stunden. Es kommt auf dich drauf an. Möchtest du die Türklinke drücken und öffnen, dann geht es natürlich ganz toll. Wenn du natürlich mit dem Kopf durch die Wand möchtest und überhaupt nichts, dann können sie den Handstand machen neben dir und dann ist es dann schwierig. Ja. Aber sie begleiten dich ja trotzdem. Ja. Schön. Weil du jetzt gerade den Satz gesagt hast, mit dem Kopf durch die Wand, das ist ja immer eigentlich der Unterschied zwischen Lichtkrieger und Lichtarbeiter. Der Krieger hat noch den Kampf zwischen diesem Ich und diesem Selbst. Jeder Teil interpretiert, also das Ich interpretiert, das Selbst ist. Und da sind wir jetzt gerade so an einer ziemlich heftigen Schwelle, habe ich so das Gefühl, eben wo Menschen
komplett ihre Konzepte neu überdenken müssen oder überfüllen müssen und von all den alten Mustern sich irgendwo dann trennen. Dieses, was du auch gesagt hast, so wieder auf die Schnauze gefallen, jetzt muss ich komplett von vorn anfangen. Und ja, ich habe mich da wiedererkannt, wie du vorher gesagt hast, das hat immer so 7, 8 Jahre, ding, 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 läuft gleich mein Kalender, blättert da oben durch. Ja, das steht ziemlich genau hin. Dann ist es wieder soweit. Ja, dann ist es wieder soweit. Aber Manfred, bevor wir sie zu weit blättern lassen, müssen wir natürlich von der Theorie oder von der Praxis in die oder von der Theorie in die Praxis, so will man sagen, genau, denn die Inside klingt mit Sicherheit auch Musik, oder? Ja, ja, absolut. Ja, genau. Marco, wärst du so nett, uns ein, ja, was sagst du, ungeskriptetes, fließendes aus dem wie auch immer Bereichen? Bin ich jetzt gerade unvorbereitet? Nein. Aber nein, ich habe etwas anderes im Sinn. Ich möchte ein Lied spielen, das heißt Into the Light. Das hat ja mit Licht zu tun. Das ist, und zwar, das ist jetzt nicht einfach so improvisiert, das kann ich ja dann schon vielleicht auch noch machen. Aber es ist ein Lied, wo meine Mutter ist vor 4 Jahren gestorben. Das kam dann durch mich so ein paar Wochen vorher. Und ich wollte sie eigentlich so begleiten. Oder das war auch mein persönlicher Prozess natürlich, mit Abschied nehmen. Aber das ist einfach in dieser Zeit entstanden, wo ich denke, das ist einfach durch mich gekommen, ganz einfach. Und da war der Moment natürlich einfach so. Und jetzt, ich improvisiere nicht, aber ich spiele das Stück gerne. Da, das ist wunderbar, dann machst du die Lichtbrücke zu deiner verstorbenen Mutter. Musikalische. Ja, ich mache auf jeden Fall die Lichtbrücke zu mir selbst und zu euch allen, die zuhören. Und dann Improvisation machen wir dann am Ende der Sendung noch. Wunderbar. Okay. Merci.
Danke, Marco, für deine inspirierenden Klänge. War wirklich, geht durch und durch und in verschiedene Zellenbereiche, die man vorher vielleicht noch gar nicht gekannt hat. Ja, es macht weich. Macht weich, ja. Genau. Das können die Männer manchmal brauchen, nicht? Claudia, wir haben eine Session hinter uns, vor ein paar Wochen. Du hast mich angerufen, hast gesagt, Nepomuk, wenn ich zu dir in die Sendung komme, dann musst du natürlich wissen, wie ich arbeite, ob das auch alles stimmt, was ich so erzähle. Jeder kann sagen, ich bin ein Jenseitsmedium und zum Plus. Ja, ist es vielleicht ja gar nicht, kommen vielleicht keine richtigen Informationen, wenn wir sagen, na gut, das hätte man selber ausdenken können oder Code-Reading, wie auch immer. Aber so lichtvolle Botschaften oder von Verstorbenen, von ehemaligen Angehörigen, habe ich gesagt, ja, das machen wir. Und das haben wir über Zoom gemacht. Und muss schon sagen, du kannst es ja von meiner Familie, von dem überhaupt nichts. Und die Botschaften waren grandios. Also wirklich, wobei es für dich schon ein bisschen schwierig war. Wir mussten zwei Sitzungen machen, weil es so viele waren. Ja. Ich hatte sehr viele Helferleiner auf der anderen Seite. Dein ganzes Netzwerk immer, oder? Das ganze Netzwerk. Aber da ist da was Wunderbares noch zusätzlich passiert. Denn die verstorbene Schwiegermutter, die eigentlich ein bisschen der Mitinitiator war von dieser ganzen Arbeit hier, hat auch sehr fleißig hier, sag mal, sich zu Wort gemeldet. Aber nicht nur das, oder? Genau, also wir waren da in dieser Sitzung, normal wie das immer läuft, mit den Verstorbenen, wo ich da kommuniziert habe, Beweise und alles, das war ja alles, hat ja dann alles gepasst. Und bei mir in meiner Entwicklung ist nicht nur die mediale, mentale Entwicklung, die da geschieht, sondern eben auch die physikalisch-mediale Entwicklung. Denn die mentale, mediale Entwicklung, das ist ja subjektiv. Also nur ich höre ja dann deinen Vater, die Beweise sagen, wie er gestorben ist und alles. Das ist subjektiv. Und bei der physikalischen Medialität, da geht es ja in das Objektive. Also alle können dasselbe zum gleichen Zeitpunkt sehen. So. Und das ist bei mir in der Entwicklung und da ein Bestandteil davon ist, dass ich Apporte kriege. Also Apporte, das heißt, dass die geistige Welt irgendwo etwas dematerialisieren kann und dann wieder materialisiert. So. Und das passiert bei mir ganz natürlich und spontan. Also ich habe dann spontane Apporte, wo irgendwo eine Münze fällt. Oder ägyptisches Geld hatte ich schon, was da hervorgekommen ist. Meistens sind es zwei Fränkler. Und das war dann eben auch ganz lustig in der Privatsitzung. Das war jetzt auch für mich das erste Mal, weil ansonsten eben passiert spontan oder in einer Seance, wenn ich in tiefen Trance bin, dass da sowas geschieht. Aber in einer Privatsitzung, wo ich eigentlich mental, medial arbeite, war es noch nie passiert, bei dir passiert es, aber so, wir waren da im Gespräch und aufs Mal macht es da neben mir dumm. Denk mal, oh, jetzt hat sie was runtergeworfen. Genau, du hast das gehört und ich habe gesagt, hast du jetzt das gehört? Ist aufgezeichnet. Genau, das ist aufgezeichnet, weil ich nehme all meine Sitzungen, die nehme ich auf und ich darf dir das hier jetzt da überreichen. Und es ist ganz lustig, weil eben normalerweise die alltäglichen Apporte sind diese zwei Frankler und es war aber nicht ein zwei Franken, weil du lebst ja in Deutschland. Also was der 2 Euro, der da runtergefallen ist. Und es fällt immer so auf Kniehöhe, wo das da runterfällt. Also da startet das ja, die Materialisation. Da materialisiert sich das und das ist da runtergefallen. Und das ist von deiner Schwiegermutter, das ist für dich, gib dir den. Und es hat eine Zahl drauf, 2002, weil es sind 2 Euro und sie spielen manchmal gerne etwas mit den Nummern. So, also ich hatte auch schon für mich einen Apport, da war eine 1991 und dann am nächsten Tag hatte ich wieder eine Münze und da war eine 1992. Also die finden das lustig. Mit der Zeit sollte da natürlich, eben ist alles noch ziemlich am Start, sollten das natürlich vielleicht Geburtsjahre dann sein oder sowas, aber eben diese physikalische Entwicklung, die braucht einfach Zeit. Das geht nicht so schnell. Aber ja, bitte danke. Schön, Nepomuk. Wir machen jetzt die Sitzung 8 Stunden am Tag bis nachher einmal und werden dann das in 50- oder 100-Euro-Scheinen dann
Genau. Ja, ich habe dir schon einen 100-Dollar-Schein war auch schon dabei. Ja, ja. Danke dir. Ja, bitte schön. Was das Lustige ist an diesen Münzen, weil die sind auch fest, die zerfallen nicht, also das hält. Es, nicht, was aber das Lustige weg. Ist, wenn du es bei einem Ticketautomat reintust, also ein Ticket machen möchtest oder sowas, da gehen die nicht. Die werden nicht genommen. Also Testing. Irgendwie das Gewicht oder irgendwas muss anders sein. So, ja. Also eine sehr schöne Geschichte war, ja. Du warst überrascht, ich war überrascht. Ja, wir waren wirklich beide überrascht. Die Einseitigen sagen, Mensch, der Nepomuk, der braucht immer Geld, also dann machen wir halt dieses Spiel. Ja, spendieren wir mal ins Irgendjemand muss ja diese Wurzelheimat-Sendungen hier sponsern und finanzieren, na gut, dann 2 Euro ist ein Start. Ne? Ja, also es geht ja nie ums Material eigentlich, was sie durchbringen, sondern einfach auch um die Energie, ganz die genau. Sich da gefühlt für dich. Genau. Ja. Verstehe ich dich richtig, weil es mir jetzt gerade angetriggert hat, das jetzt mit den 2002, ein 2-Euro-Stück, 1991, nächsten Tag 92. Ich weiß nicht mehr seit wann, aber seit ewigen Zeiten werde ich seit der Schulzeit von 3-stelligen, 4-stelligen kodierten Zahlen angetriggert. Das teilweise, als würde es mich verfolgen. Ist das auch so ein Hinweis darauf, auf die geistige Ebene, dass die einen ständig irgendwelche 4-stellige Autonummern um 22.22 Uhr klingt das Telefon und also um 33.33 Uhr kann ja kein SMS kommen, aber es ist wirklich so auffällig, dass die Zahlen da um einen rumtanzen oder Buchstaben, jeder Buchstabe irgendwo eine Rune ergibt, ist das einfach. Also bei mir haben sie jetzt einfach einen Spaß damit, ja. Also die haben auch wirklich gerne Spaß mit mir, das ist mein Team. Ja, ich habe mich jetzt, es gibt welche, die setzen sich da auseinander mit Nummern, was alles die Bedeutung ist. Das ist ja, das, genau, das ist so eine das Krux, weil mein. Sobald der Verstand kommt, ach, ich weiß, was ja, das bedeutet. Ja, eben, ja, bist du schon irgendwo eine ja, Schweife, ja, ne? Diese lichtvolle Arbeit, also ja. Weil du sagst, die haben Spaß. Ja. Ne? Uns wurde ja beigebracht, Tod, Ende des Lebens, ui, Angst, darüber gesprochen, das nein. Ist ein Thema, das wollen wir gar nicht in der Gesellschaft, wir sterben in Hospiz und der Tod ist irgendwie aus der Gesellschaft rausgemittelt, alle wollen ewig leben und jung bleiben und sterben, das gibt es in unserer Zivilisation eigentlich nicht. Und jetzt sagst du, Mensch, die Spirits haben so richtig Spaß, wenn die auch uns einmal necken können. Also da gibt es so viel Energie, das ist so toll und meine Mutter hatte auch zu Beginn, als ich startete, das mit diesen Jenseitskontakten zu arbeiten, sagte sie, aber dann sprichst du immer dann mit diesen Toten, da geht es ja immer um diesen Tod. Sag ich, nein, das ist so lebendig, das ist so schön, weil die kommen mit so viel Liebe da. Und die sind ja dann, auch wenn du jetzt irgendwie 99 wirst und nicht mehr laufen kannst, das ist ja nur der Körper, dann kommst du ja mit deiner Seele in der geistigen Welt und da kommst du wieder voll in deine Energie. Also das ist so lebendig, das ist so voller Energie und die haben so gerne Spaß. Und je mehr wir lachen, je mehr Spaß wir haben, je näher können sie uns ja auch sein. Also das ist überhaupt nicht so. Die haben ganz großen Spaß. Es ist ja wie wenn der Marco nicht live spielt, sondern über ein Radio man ihn dann zuhören kann. Dann sagt er auch nicht, das kann man jetzt nicht anhören, weil er ja nicht live ist. Aber er sitzt ja hinterm Radio und spielt da. Ne? Mirko, was war denn deine mystischste Erfahrung? Uiuiui. Also gut, ich muss dann natürlich zugeben, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ich bin jetzt in dem Sinn nicht hellsichtig, dass ich Dinge sehe und ich kann auch nicht auf Knopfdruck oder Fingerschnippen in eine mystische Erfahrung reingehen. Ja, das ist anscheinend nicht oder noch nicht mein Weg. Meine erste mystische Erfahrung hatte ich in der Wüste, als ich in der Stille war, das erste Mal in meinem Leben. Da war ich 4 oder 25 und bin 3 Monate durchs Indianerland gefahren und habe da eine Woche lang in der Wüste gelebt oder geschlafen. Und habe das erste Mal Stille erfahren. Da habe ich mich das erste Mal gespürt. Das habe ich damals nicht als mystische Erfahrung bezeichnet, weil ich gar nicht wusste, was das ist. Jahrzehnte später bin ich dann über Umwege Los Angeles, Hollywood, Kalifornien in Mexiko gelandet, 4 Jahre. Und habe da in einem Zelt gelebt, an einem Dschungelstrand. Und da war in der Nähe eine Palapa im Dschungel und da haben jede Woche Ayahuasca-Zeremonien stattgefunden. Ich kannte das damals nicht, ich wusste nicht, was das ist, aber eine Freundin von mir, eine Yogalehrerin, hat gefragt, willst du am Samstag mal mitkommen in den Dschungel? Wir sitzen mit dem Schamanen und machen eine Ayahuasca-Zeremonie. Und ich bin halt einfach mit. Ich hatte keine Ahnung, was es ist und was es da geht. Das war 2012, 2011.
Und was das dann ist, ist, dass wir in dieser Palapa im Dschungel waren und da saßen 20 Leute im Kreis aus allen Altersgruppen. Ich hatte neben mir eine ältere mexikanische Dame, eine Maya-Dame sitzen, neben mir eine junge russische Yogalehrerin und es war so ein ganz bunter, gemischter Haufen. Und dann kommt der Schamane und gibt dir einen Becher mit einem Gebräu. Und das Gebräu ist Ayahuasca. Und das ist im allgemeinen Sprache ein psychedelisches Getränk. Und ist aus der heiligen Pflanzenmedizin gemacht. Und das trinkt man dann halt. Und dann geht man auf Reise. Und das mache ich jetzt seit 10 Jahren in Peru, in Mexiko und in Holland, wo es legal ist. Und habe ca. 200 Zeremonien hinter mir. Also das war jetzt die lange Antwort auf die Frage. Jetzt kommt die kurze Antwort. Also ca. 200 mystische Erfahrungen. Und was das für mich bedeutet, ist, du gehst in die Anderswelt. Also um es vielleicht mal für den Kreis hier oder die Zuschauer zu erklären. Ich will es jetzt nicht biologisch oder chemisch erklären, sondern ich will es erklären, was eigentlich wirklich passiert. Was wirklich passiert ist, dass deine Chakren aufgehen. Und das Herzchakra öffnet sich und das dritte Auge öffnet sich und eventuell sogar das Kronenchakra. Und deine Schwingungsfrequenz geht ins Christus-Jesus-Buddha-Bewusstsein bei einer Full-On-Ceremony. Ne? Es kann auch nur sein, dass du einfach nur da sitzt und spürst das erste Mal Liebe oder Selbstliebe. Oder du heilst irgendein Kindheitstrauma da oder spürst endlich Liebe für deine Mutter und deinen Vater, mit denen du 30, 40 Jahre im Krieg warst. Und das Herz öffnet sich und du bist eben in diesem Zustand der Liebe, ne? Aber wenn sich das dritte Auge oder das Kronenchakra öffnet, und bei mir ist das öfter der Fall, dann fällt der Schleier weg und die Illusion der Matrix. Und man sieht die ganze Realität des ganzen Kosmos und allen Dimensionen. Die Wirklichkeit. Die wirkliche Wirklichkeit, die reale Realität. Und seitdem ich diese Erfahrung gemacht habe, kann ich definitiv als Augenzeugenberichterstattung aus erster Hand sagen, dass das, was wir hier gerade sehen, ist die Augsburger Puppenkiste. Das ist das Playmobil-Studio, ja, für die Seele, um zu inkarnieren und sich als Homo sapiens in diesem Puppenstübchen zu erleben. Und das hier ist 0,00000000001 der ganzen Realität. Und damit untertreibe ich. Ja. Das ist ja auch etwas, was sehr viele transpersonale Psychologen, Stanislav Grof und so weiter, erkannt haben. Wir sind in den 50er und 60er Jahren mit dem psychedelischen Drogen LSD gearbeitet haben. Es wurde dann untersagt, dann kam das holotrope Atmen, das ist ähnliche schamanistische Technik, wo man schnell einatmet, das macht man im Liegen, die gleichen Erfahrungen, die gleichen Sachen sagen, okay, ich bin hier plötzlich außerhalb meinem Körper, ich bin im früheren Leben, zwischen den Leben, in dieser viel größeren Realität. Und gibt es auch Professoren in den USA, das ist der Christopher Bache, der ein Buch geschrieben hat, Diamonds from Heaven, mit 72 LSD-Sitzungen über 10 Jahre begleitet von seiner Frau, die Psychologin war, und hat das erzählt das Gleiche. Er sagt, wenn man mal diese verschiedenen Wirkbereiche, diese verschiedenen Realitäten wahrnimmt, dann sieht man, was wir hier eigentlich zu tun haben, wer wir eigentlich sind und dass wir natürlich nur einen ganz, ganz, ganz schmalen Auszug mit unseren Sinnen, sage ich mal, was auch gut ist, weil sonst könnten wir diese Realität nicht als real erfahren, wenn wir permanent in diesem Zustand der Anderswelt wären, ist ein bisschen schwierig. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück, Lichtarbeiter ist unser Thema heute. Lichtarbeiter haben ja das Thema, den Menschen zu sagen, fürchtet euch nicht, dieses Puppentheater ist irgendwann wieder vorbei und dann machen wir auf der anderen Seite ein bisschen Spaß und geben wir noch ein bisschen den Leuten, die im Puppentheater, in ein paar Botschaften, ein paar Informationen. Aber übt, trainiert, erweitert euer Bewusstsein, euren Geist, damit ihr seht, was alles möglich ist, was man alles real gestalten kann. Siehst du das auch so? Ja, natürlich. Ich meine, also ich nehme gern Vergleiche, die irgendwie weltlich und bildlich sind. Ja? Ich sage immer, was hier läuft, ist eine Theaterbühne, ja. Oder ein 3D-Abenteuer-Freiluftkino. Planet Erde ist das Freiluftkino. Und die Seele kommt hier rein in diesen Körper. Das ist mein Astronautenanzug auf Spaceship Erde. Und durch diesen Körper, durch diese Form erfährt sich das Universum durch mich auf Planet Erde und betrachtet seine eigene Schöpfung inklusive diesen hier, ja. Und das hier sind alle Genres vorhanden. Ne? Du kannst hier ein Action-Adventure-Movie haben, du kannst hier eine Komödie erleben, du kannst hier ein Drama erleben oder einen Horrorfilm, ne? Oder ein Science-Fiction oder ein Fantasy. Du kannst dir das Genre aussuchen, ne? Wie dein Charakter und in welches Genre gehst du jetzt rein. Und für manche Menschen, also bei mir war es so, sind es alle Genres in einem. Diese volle Achterbahn, ja.
Und don't take it too seriously. Ja, take it seriously, but don't take it too seriously. Also auf Deutsch, nimm es schon ernst. Es ist ein göttliches Spiel und es ist ein verantwortliches Spiel. Füge niemand anders Schaden zu. Das wäre das Allergescheitste. Ne? Weder den anderen Lebewesen noch Planet Erde noch den Pflanzen. Schon da straucheln viele. Ja. Aber nimm dich selbst und das Spiel nicht zu ernst, wenn du daran verzweifelst. Und das sind viele Klienten oder Leute, die zu mir kommen, mit mir arbeiten wollen. Da spüre ich noch genauso, wie es bei mir damals war. Und ich rutsche da manchmal immer noch rein, ne? Dass ich das Spiel und mich selbst ein bisschen zu ernst nehme. Und dann rutschen wir ins Drama und dann wird es schwer und grobstofflich und dann tut's weh. Und ich denke mal, unser Job ist, die Leute ein bisschen so in eine höhere Schwingung und die Leichtigkeit wiederzubringen und zu merken, hey, du bist hier nur vorübergehend. Ja? This is your show, ist dein Film, dein Movie. Das ist mein Film mit dem Namen Mirko Beetz. Das ist dein Film mit dem Namen Johann Nepomuk Meyer auf Planet Erde. Ja? Enjoy the ride, have fun. Ja? Genieß die Reise. Ja, wir werden die Reise genießen und das wäre ja wieder fast ein richtiger Zeitpunkt, um eine weitere musikalische Reise zu erfahren, oder? Gut. Marco, das wäre schön, wenn du nochmal hier dich inspirieren lässt von dieser Bühne hier. Okay.
Ja, da war geklatscht werden, gell? Tolle Reise. Danke. Also was ein Flügel, wie ein Flügel Flügel verleihen kann. Also ganz toll. Kann man mit Sicherheit sagen. Aber das muss halt ein Flügelbereiter auch als spirituellen Menschen dort haben. Ja. Ja. Ja, und einfach ja, Vertrauen haben, das ist die Herausforderung, sich hineinzutrauen. Loszulassen. Und das ist auch, es macht einen Puls, es macht schon ein bisschen Pum, Pum, Pum. Aber es ist auch eine, ich glaube, einfach eine Übungssache, immer mehr loszulassen. Aber ich bin immer noch am Üben. Ja, haben wir nicht eine Schlussbotschaft für unsere Zuseher von den Lichtarbeitern, die sagen, wir nehmen euch an die Hand? Gibt es nicht irgendwie vielleicht einen kurzen Satz noch, was wir ihnen mit auf den Weg geben könnten? Habt dann Vertrauen, ihr seid nicht alleine. Öffnet euer Herz und es wird euch geholfen. Mirko, hast du oh gleich. Boy. Gerade in diesen Zeiten, ja. Also ich glaube, das Wichtigste, was ich den Leuten raten würde, ist, den Verstand zu öffnen für das Ungewöhnliche und auf das Herz und die Intuition zu hören. Ja? Also den Verstand zu öffnen für ungewöhnliche Dinge, aber dann auch raus aus dem Verstand, rein ins Herz und ins Bauchgefühl. Ich glaube, dass der heute moderne Zivilisationsmensch, der verkopfte Mensch, abgeschnitten ist von Spirit, vom Herzen, von Intuition. Und das ist die Verbindung zur höheren Intelligenz. Und das ist ganz, ganz wichtig, diese Verbindung wieder aufzubauen. Und wenn dir Meditation zu anstrengend ist, dann geh in den Wald allein, geh in die Stille, verbring viel Zeit in der Natur, schalt dein Phone ab, Mediendetox und schau mal, was passiert. Das ist mit der wichtigste Rat, den ich für die Leute habe. Ja, du musst jetzt nicht ins Kloster gehen, du musst nicht zum Schamanen nach Peru. Geh in den Wald, geh in die Stille, Mediendetox und schau, was passiert. Dann geht dieses Wi-Fi-Signal hier drin wieder an. Und dann hast du Zugang zu einer Intelligenz oder Information. Davon träumt der Verstand nicht mal. Das kann der nicht mal erträumen. Und dann hätten wir eine tatsächlich friedlichere, bessere und liebevollere Welt. Und wenn es nicht hilft, dann? Ich glaube, ich würde einfach kurz und knapp sagen, versuch dein Herz zu öffnen und erhebe dich. Und wenn es nicht klappt alleine, dann sollte deine Musik anhören, dann geht es leichter. Ja, genau, meine CD kaufen oder so. Ja, ja, wir könnten, wie gesagt, noch stundenlang weiter plaudern zu diesem Thema, aber leider sind wir wieder am Ende der Sendung angekommen und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr daran teilgenommen habt, in dieser Sendung Lichtarbeiter. Und ich bedanke mich auch bei den Zusehern, dass sie wieder mit dabei waren bei Wurzelheimat und ich hoffe, dass sie auch nächstes Mal wieder einschalten, wenn wir das Unbekannte erkunden. Herzlichen Dank. Ja.